öffnen Sie Menü über die Startseite und wählen Sie die Rubrik Multimedia. Im Bereich Multimedia des Erlink 2 erhalten Sie Zugriff auf die neuesten Multimedia-Funktionen. Dort können Sie das Radio einschalten und auf bereits gefundene Sender in der Senderliste zugreifen oder natürlich manuell nach weiteren Sendern suchen. In Deutschland ist DAB, also der digitale Radioempfang, verfügbar. Oder streamen Sie Ihre Musiksammlung über Bluetooth. Je nach Fahrzeugausstattung stehen an dieser Stelle zwei USB-Anschlüsse, ein SD-Kartenlesegerät oder eine Klinkenbuchse zur Verfügung. Damit ist es möglich, Musik zu hören und sich Fotos oder Videos anzusehen. Achtung! Die beiden USB-Anschlüsse, die sich im hinteren Fahrgastraum befinden, dienen ausschließlich dem Aufladen der Akkus von Digitalgeräten. Über das Untermenü Einstellungen können Sie unter anderem den Klang konfigurieren. Wählen Sie die Funktion Balance Fader, um den Klang für alle Mitfahrer vorne wie hinten im Fahrzeug optimal einzustellen.